Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Bei der Aufklärung eines Falles, der mit einer Erfolgsbilanz begann, spielte dieser Scheck als Beweismittel eine wichtige Rolle. Guten Morgen. Guten Flug, mein Schatz. Danke. Hat Erna den Koffer gebracht, Karl? Jawohl, Herr Bechmer, schon verstaut. Dann kann's losgehen. Telefon, Herr Bechmer, Herr Dr. Grote. Ach du meine Güte, Onkel Werner. Ich war heute mit ihm zur Jagd verabredet. Tu mir doch den Gefallen, sprich du mit ihm. Nein, Andreas, das musst du selbst machen. Ich will mir von Onkel Werner nicht sagen lassen, wie vergesslich und unzuverlässig du bist. Das musst du selber machen. Na gut. Ja, Onkel Werner? Nach Paris, ja. In einer halben Stunde muss ich am Flughafen sein. Mein französischer Einkäufer holt mich in Orly ab und dann fahren wir gleich... Ja, aber ich habe es doch erst gestern am späten Abend erfahren, Onkel Werner. Da hast du schon längst tief geschlafen. Vor 12 Stunden hatte ich noch keine Ahnung, dass ich heute nach Paris fliegen würde. Nein, nur für einen Tag oder zwei. Ja. Ja, es geht um ein paar hunderttausend Mark und da habe ich eben vergessen, dir abzusagen. Tut mir leid, aber sowas ist doch vielleicht zu verstehen und zu entschuldigen. Nur wenn ich mich sehr bemühe, lieber Andreas. Ich habe auch Abschlüsse getätigt, sehr viele und sehr große. Aber ich habe mich niemals nachts von irgendeinem Angestellten oder einem Kontrahenten anrufen lassen. Und schon gar nicht bin ich dann angetanzt, wo es den Herrn gerade passte. Was, das waren andere Zeiten? Ja, allerdings. Aber glaube ja nicht, dass man uns das Geld nachgeschmissen hat. Wir mussten es uns sauer verdienen. Sauerer jedenfalls als heutzutage. Darüber werden wir uns wohl nie einig, Onkel Werner. Aber im Moment geht es mir darum, dass du mir nicht böse bist, sonst kriege ich es noch mit deiner Nichte zu tun. Entschuldige bitte, aber ich muss jetzt Schluss machen. Wann kommst du zurück? Am Samstag. Wenn mir die Weekendler durchs Revier laufen, dann ergreife ich die Flucht. Ja, bitte sage Margot, dass ich euch am Sonntag zum Essen erwarte. Wenn mir das Jagdglück abholt ist, dann gibt es Grießbrei. Ja, also dann guten Flug. Ja, nein, keine Sorge. Weidmanns Dank. Wiedersehen. Na, war's schlimm? Er war relativ gnädig. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich brauche Sie nicht, Karl, ich fahre selbst. Jawohl, Herr Bechmer. Mir ist lieber, der Wagen steht am Flugplatz. Dann kann ich ankommen, wann ich will. Also, viel Erfolg. Danke. Ich weiß nicht, ob ich Zeit zum Telefonieren finde. Sie können jederzeit unangemeldet bei mir vorsprechen, mein Herr. Oh, wie schön. Ich werde es mir merken. Ciao. Ciao. Thank you.
Firma Bechmer Sekretariat? Ja. Ja, ich verstehe Sie ausgezeichnet, Herr Bechmer. Ja? Ich rufe vom Flughafen an. Ich muss nach Paris, drängend. Ich habe es jetzt gestern Abend sehr spät erfahren. Rufen Sie bitte sofort Herrn Linke an und sagen Sie ihm, dass ich plötzlich verreisen musste. Die Reise war leider nicht aufschiebbar, aber in 2-3 Tagen bin ich zurück und werde mich dann gleich bei ihm melden. Ja, und dann sagen Sie ihm noch, dass ich nach meiner Rückkehr selbstverständlich sofort alles bei ihm erledigen werde. Jawohl, Herr Bechmer, ich rufe Herrn Linke gleich an. Ja. Auf Wiedersehen und guten Flug. Einmal Wasserburg, bitte. Einmal Wasserburg.
Die Tatsache, dass Herr Bechmer Ihr Darlehen nicht zurückgezahlt hat, reicht für eine strafrechtliche Verfolgung wegen Betruges nicht aus, Herr Link. Das weiß ich, Herr Inspektor. Ich bin ja nicht von vorgestern. Aber wenn ich Ihnen verrate, dass mir der feine Herr als Sicherheit ein Reifenlager überschrieben hat, in dem angeblich 4.000 nagelneue Autoreifen im Wert von 200.000 Mark liegen. Angeblich? Angeblich, ja. Sie haben ganz richtig gehört, Herr Inspektor. Und dass er mir eine Inventurliste präsentiert hat, in der alle diese Reifen nach Größe und Fabrikat spezifiziert sind. Und außerdem noch ein halbes Dutzend Lagerkarteikarten dazu, die mit dieser Inventurliste haargenau übereinstimmen. Dass aber dann von den ganzen Reifen auch nicht ein einziger existiert. Wie steht denn dann die Sache? Ist es dann immer noch kein Betrug, Herr Inspektor? Ja, das ändert die Lage natürlich. Der Kerl hat mich nach Strich und Faden betrogen. Bechmer gilt doch als seriöser, wohlhabender Kaufmann, dachte ich. Ja, das ist ein gewaltiger Irrtum, Herr Inspektor. Sagen Sie, ist seine Frau nicht mit dem alten Dr. Grote verwandt? Ja, freilich. Damit hat er mich ja letzten Endes auch rumgekriegt. Das gebe ich ganz offen zu, Herr Inspektor. Das Pfand war gar nicht so wichtig für mich. Erst wie ich gemerkt habe, dass er nicht zahlen will, habe ich mich für die Reifen interessiert und habe festgestellt, dass alles erstunken und erlogen ist. Woher kennen Sie Bechmer? Ich habe vor ein paar Jahren eine Schneekettenfabrik dazugekauft und seitdem ist er einer unserer wichtigsten Abnehmer. Unsere Geschäfte sind auch immer ganz glatt gegangen, da hat es nie Differenzen gegeben. Aber trotzdem vielleicht doch nicht gleich 100.000 Mark. Ja, das war so, Herr Inspektor. Er ist zu mir gekommen und hat mir erzählt, dass er ein unerhört preiswertes Grundstück kaufen könnte für eine neue Lagerhalle. Ach, die braucht er wohl für die Reifen. Wahrscheinlich für alles, was er verkauft. Reifen, Ketten, Batterien, Werkzeug, Scheinwerfer, was weiß ich noch alles. Das Zeug braucht ja alles viel Platz. Er konnte günstig ein geeignetes Grundstück erwerben, sagte er. Ja, auf dem er dann später bauen wollte. Aber zunächst einmal müsste er die 100.000 Mark als Anzahlung hinblättern. Und weil ihn gerade ein paar größere Kunden hätten hängen lassen, sowas ist ja nichts Außergewöhnliches in der heutigen Zeit, deswegen wäre er gerade ein bisschen in der Klemme und ob ich ihm nicht die Summe für 4 Wochen vorstrecken könnte. Ich meine, wir haben ja normalerweise das 3- und 4-fache an Umsatz miteinander gemacht im Jahr. Da habe ich mir gedacht, da kannst du nicht gut Nein sagen, sonst geht er vielleicht in Zukunft zur Konkurrenz. Weshalb ging er nicht zu seinem millionenschweren Onkel? Hat er ihn das verraten, Herr Linke? Ja, er hat mir erzählt, dass er mit dem nicht allzu gut steht. Ach. Privat schon, aber geschäftlich hat er gemeint, sein Onkel wäre halt sehr konservativ in geschäftlichen Dingen und er wäre mehr für eine dynamische, für eine expansive Unternehmensführung. Dynamisch und expansiv, sieh mal an. Und da könnte er seinem Onkel bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage nicht gut mit Geldwünschen für neue Investitionen kommen. Das klingt ja alles recht glaubwürdig. Das habe ich ja auch gesagt. Und da haben Sie ihm das Geld eben gegeben? Ja, freilich. Und nach 4 Wochen, da zahlte er nicht zurück. Ja, genau so war es, Herr Inspektor. Zuerst hat er 14 Tage lang immer rumgedrückt und hat sich verleugnen lassen und so. Gestern hat er dann endlich angerufen und hat mich für abends zum Essen eingeladen. Ins Palais. Immer vornehm. Bei der Gelegenheit hat er dann versucht, das Darlehen zu verlängern. Wussten Sie das schon, dass er nicht existente Sicherheiten übereignet hat? Ja, das habe ich kurz vorher rausgebracht. Aber ich habe ja gehofft, dass er zahlen wird gestern Abend. Erst wie ich gemerkt habe, was los ist, habe ich ihm eine letzte Frist gesetzt, bis heute in der Früh um 10 Uhr. Ohne den Darlehensschwindel zu erwähnen? Ja, freilich. Ich wollte ihm ja eine Chance geben. Schließlich ist er ja einer unserer besten Kunden. Heute früh hat mich dann seine Sekretärin angerufen und hat gesagt, er hätte dringend nach Paris fliegen müssen. In 2, 3 Tagen wäre er wieder zurück und dann hätte er sofort alles erledigen. Aber das zieht bei mir nicht mehr. Bei mir ist jetzt Feierabend. Ich habe mein Geld nicht auf der Straße gefunden. Und wer den Friedrich Linke reinlegen will, der muss dafür büßen. Meinetwegen können Sie ihn ruhig ein paar Jahre einsperren. Das ignoriert mich jetzt nicht mehr im Mindesten. Ich wüsste nur noch gerne Ihre Ansicht über die Bonität der Firma Bechmer. Sie kennen sich doch in der Branche aus. Glauben Sie, es handelt sich um eine momentane Verknappung der flüssigen Mittel, wie sie ja vorkommen kann, oder halten Sie es für möglich, dass die Sache ernst ist? Ja, natürlich ist die Sache ernst, Herr Inspektor. Sehr ernst sogar. Schauen Sie mal, der Bechmer hat mir doch eine Ware als Sicherheit übereignet, die überhaupt nicht existiert. Da hätte es ihm doch ganz besonders dran gelegen sein müssen, dass er das Darlehen rechtzeitig zurückzahlt. Zumindest bevor ich meinen Sicherheitsanspruch geltend mache. Aber das konnte er anscheinend nicht. Und da vermute ich eben, dass seine ganze Finanzlage faul ist. Und deswegen bin ich auch gleich zu Ihnen gekommen, um Strafanzeige zu erstatten. Die Sicherheitsübereignung ist schriftlich erfolgt. Ja, selbstverständlich. Ich habe Ihnen den Wisch da mitgebracht. Hier. Bitte sehr. Nicht nur die Reifen existieren nicht, Herr Inspektor.
In der ganzen Föhrenbachstraße gibt es überhaupt keinen einzigen Lagerschuppen. Nummer 25 bis 27 ist ein unbebautes Gelände, auf dem ein alter Zigeunerwagen steht und sonst nichts. Wie ich das gewusst habe, habe ich sofort einen von meinen Leuten, unter falschem Namen natürlich, bei der Firma Bechner anrufen lassen, ob sie kurzfristig ein Sortiment von 1000 Reifen liefern könnten. Ja. Und da habe ich dann erfahren müssen, dass die im Moment nicht mehr als 80 Reifen auf Lager haben. Also gut, wir werden der Sache nachgehen. Ja, tun Sie das, Herr Inspektor. Um keinerlei Rücksichten, bitte. Wenn Sie noch Rückfragen haben, unter einer von diesen Nummern bin ich jederzeit zu erreichen. In Ordnung. Na, Ihre Anzeige durfte einigen Wirbel machen, Herr Linke. Tja, das ist mir jetzt vollkommen gleichgültig. Dr. Grothes Neffe, ein Betrüger? Das ist eine ganz hübsche Schlagzeile. Das gefällt mir immer noch besser, als wenn es heißen täte, dem Friedrich Linke haben es reingelegt und für dumm verkauft. Hallo Brieske, hier ist Bechmer. Ja, hier ist Brieske. Herr Bechmer, sprechen Sie aus Paris oder sind Sie schon angekommen? Soll ich Sie vom Flughafen abholen, Herr Bechmer? Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich fahre jetzt sofort los. In einer halben Stunde treffen wir uns am Eingang vor dem Haus. Kommen Sie, wir haben keine Zeit. Wir beide brauchen uns ja nichts vorzumachen, Brieske. Linke hat nicht verlängert. Er hat nicht verlängert? Hat er einen Grund angegeben? Ich glaube, er weiß, dass ich ihn mit den übereigneten Reifen einen Bären aufgewunden habe. Sie glauben? Gesagt hat er es nicht, aber gewusst hat er es. Es war ihm deutlich anzumerken, er ist fast daran erstickt. Pervers von mir, ich wollte ihn zwingen, es zu sagen, aber den Schneid hat er nicht, der Feigling. Was nun? Ja, heute sollte er sein Geld zurückbekommen, war der letzte Termin. Sind Sie deshalb nach Paris geflogen? Blödsinn, ich war gar nicht in Paris. Ich wollte Schluss machen, die ganze Sache kotzte mich an. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Aber dann habe ich mir es anders überlegt. Das war vernünftig, darüber bin ich sehr glücklich. Wirklich, Brieske? Mir wurde klar, dass ich noch nicht all mein Pulver verschossen hatte, wegen lumpigen 100.000. Nein, nein, nein. Das wäre doch idiotisch, wenn ich das nicht schaffen würde. Haben Sie aus London gehört? Nein. Eine endgültige Absage. Die Engländer wollen uns kein Stück mehr auf Kredit liefern. Es wäre ja auch grotesk, wenn mal was glatt ginge. Hat Müller bezahlt? Nein, aber das Geld ist erst zum 15. fällig. Außerdem haben wir uns die Zahlung von der Kreditbank vorfinanzieren lassen. Danke für die Belehrung, Brieske. Mein Gedächtnis ist noch ganz gut. Ich bin zwar pleite, aber nicht dämlich. Wir trinken ja ganz. Kommen Sie. Danke. Und wie soll es nur weitergehen? Jetzt setzen wir beide uns erst mal hin und schreiben eine prima Zwischenbilanz. Eine richtig schicke Bilanz, eine Erfolgsbilanz, versteht sich. Dass jedem das Herz überläuft, der sie liest, mit ein paar kleinen kosmetischen Anwendungen. Die Lieferung aus London zum Beispiel ist darin komplett bei uns eingegangen. Dass wir die Müller-Zahlung schon intus haben, wird nicht erwähnt. Wenn wir die einzelnen Positionen durchgehen, wird uns noch eine Menge einfallen. Wenn Sie wir sagen, meinen Sie mich? Na klar, Brieske. Das ist doch Ihr Job. Sie sind hier im Hause der Buchhaltungschef. Dafür bezahle ich Sie. Schon seit Jahren. Fürstlich, stimmt's? Ich bin für die Richtigkeit der Bilanzen verantwortlich. Selbstverständlich. Das können Sie nicht von mir verlangen, Herr Bechmer. Aber wieso nicht? Ich finde, ich habe alles Recht, das von Ihnen zu verlangen. In letzter Zeit waren viele unserer Geschäfte nicht ganz lupenrein. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie nie dagegen protestiert. Weil Sie es verlangt haben. Befehlsnotstand, Brieske? Damit kommen Sie bei mir nicht weit. Ich will Ihnen sagen, warum Sie mitgemacht haben. Weil ich Ihnen doppelt so viel zahle, wie Sie wert sind. Weil ich Sie angestellt habe, obwohl Sie einschlägig vorbestraft sind. Weil ich menschlich zu Ihnen war, als Sie als gescheitertes Wrack aus dem Knast kamen. Lieber Brieske. Wozu brauchen Sie die Bilanz? Ja, wozu wohl? Zum Geldborgen natürlich. Ja, ja, natürlich. Wäre es nicht vielleicht diesmal das Richtige, zu Dr. Grothe zu gehen? Ach, Sie sind wohl verrückt, Brieske.
Ist doch stadtbekannt, dass meine Frau und ich den alten Geizkragen beerben werden, wenn er dereinst das Zeitliche segnet, um in den Himmel aller ehrlichen Kaufleute einzugehen. Darauf beruht ein großer Teil meines Kredits. Ja, aber das eine hat wenn der Alte auch nur einen Schimmer davon hätte, mit was für Geschäften Sie und ich uns in letzter Zeit über Wasser halten, der wird sich öffentlich von mir lossagen. Das glaube ich auch. Und dann sind wir uns also einig. Hier sind die Arbeit, Breeske. Wir haben keine Zeit, endlos über Familienangelegenheiten zu quatschen. Am besten, Sie arbeiten hier in meinem Zimmer. Polizeistunde. Haben Sie eine eigene Wohnung? Ja, warum? Das stimmt so. Danke. Würden Sie einen Mann, der fremd in der Stadt ist, für eine Nacht aufnehmen? Ich habe eine Wohnung und kein Hotel. Ich bin müde und alle Hotels sind besetzt. Was Sie nicht sagen. Ich finde, 100 Mark für eine Übernachtung ist doch gut bezahlt. Oder nicht? Was ist eigentlich los mit Ihnen? Werden Sie von der Polizei gesucht? Sehe ich so aus. Die Sache mit den Hotels, die glaube ich Ihnen nicht. Na, das können Sie halten, wie Sie wollen. Wie heißen Sie eigentlich? Müller. Fritz Müller. Nicht sehr originell. Und wo wohnen Sie? In Augsburg. Ich heiße Anja. Warte einen Augenblick. Ich hole nur schnell meinen Mantel, dann können wir gehen. Schlafen Sie? Hier. Da schlafe ich. Ich auch. Eines möchte ich klarstellen. Ich habe keinerlei amoröse Absichten, falls Sie irgendwas in dieser Hinsicht vermuten. Ich will hier übernachten, weiter nichts. Ich tue dir bestimmt nichts an. Und wenn es dir lieber ist, sage ich wieder Sie zu dir. Es ist mir lieber. Sie schlafen hier. Wie komme ich denn dazu? Für 100 Mark habe ich Anspruch auf das Bett. Haben Sie kein Telefon? Vielleicht drehen Sie sich mal um. Wie weit sind Sie? Vertrödeln Sie keine Zeit, Sie müssen morgen früh fertig sein. Ja gut, wir telefonieren noch. Wecken Sie mich um 8 Uhr, bitte. Pünktlich. Sind Sie verrückt geworden? Da schlafe ich doch noch fest. Dann stellen Sie den Wecker. Mit Ihnen möchte ich aber nicht verheiratet sein. Und zum Frühstück Kaffee, Butter, Marmelade und ein weich gekochtes Ei. Bedauere. Frühstück ist im Zimmerpreis nicht eingeschlossen. Und das dürfen Sie extra berechnen. Reichen 20 Mark? Ich glaube schon. Gute Nacht. Das Ei 3,5 Minuten. Oh, jawohl, Herr Generaldirektor. Ja, guten Morgen, Herr Breeske. Morgen. Nein, hier bleibt alles, wie es ist. Ja, aber ich muss doch los. Raus, ich hab zu tun, verschwinden Sie. Bitte. Ja, hallo? Ja? Ja, etwa in einer halben Stunde. Ich gehe inzwischen zum Friseur. Wir treffen uns dann um, sagen wir, 9:30 Uhr an meinem Wagen in der Operngarage Block 4.
Herr Brieske? Was machen denn Sie hier? Der Chef brauchte dringend eine bestimmte Aufstellung. Guten Morgen, Herr Bechmann. Sie sehen aber scheußlich aus. Hat meine Hupe Sie so erschreckt? Vielleicht bin ich übernächtigt. Ich habe kein Auge zugetan. Aber Sie haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. So was befriedigt den Menschen. Darf ich Ihnen noch schnell die Aufstellung erklären? Nein, nein, ich finde mich schon durch. Geben Sie mir die Aktenmappe, Sie bekommen sie dann später wieder. Oh, das ist aber eine schicke Mappe. Ein Geschenk von Ihnen? Das sieht man. Also, wie gesagt, nicht gleich den Kopf hängen lassen, wenn man mal eine Nacht durchmacht. Wiedersehen. Wiedersehen. Gratuliere, Herr Bechmann. Ihre Firma ist erstklassigen Schuss. Heutzutage ist so etwas ja leider nicht mehr selbstverständlich. Ich sage immer, es kommt nur auf die leitende Persönlichkeit an. Wenn die in Ordnung ist, gibt es einfach keine Schwierigkeiten. Ja, da mögen Sie recht haben. Sie brauchen 150.000, sagten Sie? Korrekt. Na, bei der Zwischenbilanz ist gegen ein Darlehen in dieser Größenordnung wohl nichts einzuwenden. Auf wie lange? Na, ich dachte so an 6 Monate. In Ordnung. Herr Posner, Sie sind vielleicht so freundlich und veranlassen schon mal das Ausschreiben der notwendigen Formulare. Gern. Wann kann ich über das Geld verfügen? Naja, ich würde sagen, so in 2 bis 3 Wochen. Was denn? In 2 bis 3 Wochen? Warum dann erst zu spät? Ich brauche das Geld jetzt und nicht in 3 Wochen, meine Herren. 150.000 Mark sind keine kleine Summe, Herr Bechner. Bei Beträgen dieser Größenordnung müssen wir die uns eingereichten Unterlagen durch eine Treuhandgesellschaft überprüfen lassen. Naja, bei Ihnen ist das eine reine Formsache, aber der Prüfer dürfte leider nicht eher... In 3 Wochen? In 3 Wochen erwarte ich sowieso einen größeren Zugang, dann bin ich aus der momentanen Verknappung raus. Gerade auf die kurzfristige Überbrückung kommt es mir an. Ich könnte mit dem Geschäftsführer der Treuhand sprechen. Vielleicht lässt sich die Prozedur um einige Tage beschleunigen. Das nützt mir gar nichts. Wenn ich das Geld nicht heute oder morgen haben kann, verzichte ich auf Ihre Hilfe, meine Herren. Tja, es wird uns leid tun, Herr Bechmann, aber wir sind durch Vorschriften gebunden, die nun einmal nicht zu umgehen sind. Ich muss gestehen, dass ich Ihr Vorgehen als, ich bemühe mich höflich zu sein, weitgehend pedantisch empfinde angesichts der Tatsache, dass wir jahrelang zum gegenseitigen Nutzen gut miteinander gearbeitet haben. In schweren Zeiten braucht unsere Wirtschaft Flexibilität, Fantasie und eine unorthodoxe Initiative. Ich werde mir meinen Kredit dort beschaffen, wo man diese Eigenschaften besitzt. Guten Tag, meine Herren. Danke. Habe ich mich einigermaßen klar ausgedrückt? Völlig. Ganz klar. Und? Es tut mir leid, aber es geht nicht. Erstens überschätzt du mich. Und dann? Ich bin im Augenblick einfach etwas knapp. Eine momentane Flaute, wie sie vorkommen kann. Ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Ich sagte bereits, es geht nicht. Meine flüssigen Mittel, die übrigens längst nicht so groß sind, wie du anzunehmen scheinst, sind alle disponiert. Ich kann unmöglich meinem Betrieb jedes Bargeld entnehmen. Aber Dispositionen kann man doch ändern, Eberhard. Ich habe nicht die Absicht. Zum Teufel, du weißt doch, dass ich dir für lumpige 100.000 Mark gut bin. Außerdem weiß jeder in der Stadt, dass ich über kurz oder lang ein paar Millionen erben werde. Nicht du, deine Frau. Ich habe dich bisher immer für meinen Freund gehalten, der mir bei einer, na sagen wir, vorübergehenden Schwulität hilfreich unter die Arme greift. Vielleicht hast du dich geirrt. Soll das heißen, dass du nicht mein Freund bist? Auf alle Fälle soll es heißen, dass ich mit deiner Art zu leben und Geschäfte zu machen nicht einverstanden bin. Ich habe auch keine Lust, sie mit meinem Geld zu finanzieren. Es klingt wie Onkel Werner. Das freut mich. Der alte Dr. Grote hat meine allergrößte Hochachtung. Meine auch. Aber er gehört doch zu einer anderen Generation. Gibt es überhaupt keine Vergleiche oder Parallelen? Damals bemühte man sich im Geschäftsleben, nobel und fair zu sein. Jeder ein königlicher Kaufmann. Aber heute ist dazu wie bei einem Kannibal. Da hätten Sie den feinen Dr. Grote gefrühstückt, ehe aus dem Bett aufgestanden wäre. Ich bin anderer Meinung. Tja, ich höre es mit Erstaunen, lieber Eberhard. Aber streiten wir uns jetzt doch nicht über Grote. Also, was ist? Ich habe nichts weiter zu sagen, Andreas. Es geht nicht. Ist das dein letztes Wort? Ja. Und das sollte dir langsam klar sein. Die Rechnung, bitte. Sofort, Herr Bechmann. Würdest du mir ganz offen eine Frage beantworten? Nämlich? Was hast du eigentlich gegen mich?
Darüber möchte ich lieber nicht sprechen, Andreas. Aber du musst doch Gründe haben, sonst würdest du nie so reagieren nach all den Jahren, die wir uns kennen und gut miteinander ausgekommen sind. Sicherlich gibt es Gründe. Und die wären? Wenn du darauf bestehst, werde ich dir ein paar nennen. Ein Augenblick. So, das ist für Sie. Vielen Dank. Dass du dem Ober eben 20 Mark Trinkgeld gegeben hast, zum Beispiel. Was? Ich verstehe dich nicht. Du wolltest doch wissen, was ich gegen dich habe. Dass du dem Ober eben 20 Mark gegeben hast, zum Beispiel. Na, warum denn nicht? Hat uns doch prima bedient. Und wann immer ich anrufe, bekomme ich den Tisch, den ich haben will. Ein Mensch, der 20 Mark Trinkgeld gibt, der sollte sich keine 100.000 Mark leihen müssen. Und wenn er sie sich doch leihen muss, sollte er etwas sparsamer sein. Aber das verstehst du vermutlich nicht. Also, offen gestanden, nein. Da muss ich es dir deutlicher sagen. Einem Freund, der ohne Verschulden in Schwierigkeiten geraten ist, dem würde ich jederzeit helfen. Ja, das ist es ja. Darum handelt es sich doch, Eberhard, um nichts anderes. Nein, darum handelt es sich nicht. Sondern? Ich habe keine Lust und fühle auch keinerlei Verpflichtung dazu, deine zahlreichen Hobbys mitzufinanzieren. Die diversen Autos, das geheizte Superschwimmbad, deine Häuser in St. Moritz und Cannes, deine Motorjacht und deine Großmannszucht den Kellnern gegenüber. Und schon gar nicht dein Bestreben, immer den Tisch zu bekommen, den du willst. Ich wünsche dir alles Gute, Andreas. Befreie mich bitte von deiner Gegenwart. Ich befinde mich in einer außerordentlich peinlichen Situation, sozusagen, Herr Inspektor. Schon wieder? Haben Sie noch mehr Geld gegen falsche Sicherheiten verborgt, Herr Linke? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Herr Bechmer hat sein Darlehen zurückbezahlt. Donnerwetter. Die ganze Summe? Ja, ja, 100.000 Mark auf Heller und Pfennig und die vereinbarten Zinsen. Das nennen Sie peinlich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich würde es als unerwarteten Glücksfall bezeichnen, nachdem, was Sie über die Geschäftsmethoden dieses Herrn erfahren mussten. Das Peinliche dran ist, Herr Inspektor, dass ich zu voreilig zu Ihnen gekommen bin. Bei der veränderten Sachlage kann ich doch jetzt gegen Herrn Bechmer nichts mehr unternehmen. Bechmer hat Ihnen nicht existente Sicherheiten übereignet, Herr Linke. Das ist Betrug. Ob er inzwischen nun gezahlt hat oder nicht, das spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Ich glaube, ich muss mich da korrigieren, Herr Inspektor. Angesichts der neuen Entwicklung möchte ich nichts mehr gegen Herrn Bechmer unternehmen. Ich habe jetzt mein Geld und damit ist die Angelegenheit für mich erledigt. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass Herr Bechmer und ich, dass wir alte Geschäftspartner sind. Ich möchte nicht, dass er meinetwegen mit dem Gericht zu tun kriegt. Das ist eine Rolle, die dem Friedrich Linke einfach nicht liegt, Herr Inspektor. Das hätten Sie sich überlegen sollen, ehe Sie zu mir gekommen sind. Ja, ja, das stimmt, das hätte ich tun sollen. Aber ich bitte ja jetzt auch um Entschuldigung, dass ich so quasi blinden Alarm geschlagen habe. Viel Lärm um nichts, sozusagen. Im Sinne des Gesetzes kann von blindem Alarm keine Rede sein, Herr Linke. Der Tatbestand des Betruges ist gegeben und bleibt nach wie vor bestehen, ob Ihnen das nun passt oder nicht. Aber lieber Herr Inspektor, so verstehen Sie mich doch. Ich bin natürlich zu voreilig zum Kadi gelaufen, das gebe ich ja offen zu, aber daraus können Sie mir doch jetzt keinen Strick drehen. Niemand dreht Ihnen einen Strick, Herr Linke. Doch, das tun Sie, Herr Inspektor, wenn Sie jetzt meine Anzeige nicht vergessen. Ich komme ja in Teufelsküche, ausgerechnet Herr Bechmer, einer unserer besten und größten Kunden. Das letzte Mal sagten Sie, dass er Sie nach Strich und Faden betrogen habe. Das hat sich eben als Irrtum herausgestellt. Ich hab doch jetzt mein Geld. Und wenn Sie Ihr Geld haben, dann lassen Sie 5 gerade sein, Herr Linke. Verstehe ich Sie richtig? Bitte. Ihre Anzeige liegt bereits beim Staatsanwalt. Er hat zu entscheiden, was weiter geschieht. Ich habe keinerlei Einfluss darauf. Entsetzlich. Sehen Sie sich das bitte mal an, Herr Schmidt. Hier, dieser Scheck zugunsten Linke und Co. stammt aus dem Scheckheft, das Herr Dr. Cote als verloren gemeldet hat und dessen Nummern gesperrt sind. Tatsächlich. Kommen Sie, das müssen wir sofort Herrn Breu melden. Hier
ist ein Scheck aus dem verlorenen Scheckheft von Dr. Grote. Die Kontokarte. Ja, hier Breu, Bankhaus Flanders und Co. Ich hätte gerne mit Dr. Grote gesprochen. Ah, wann ist er denn weggefahren? Am Dienstag. Demnach ist er am 20. gar nicht mehr in der Stadt gewesen. Der 20. war gestern, Donnerstag. Aha. Sind Sie ganz sicher? Ja, danke. Entschuldigen Sie die Störung. Ach, einen Augenblick noch. Wissen Sie zufällig etwas darüber, dass Dr. Grote ein Scheckheft vermisst? Ja, ja, ganz richtig. Hat sich dieses Scheckheft inzwischen vielleicht wieder angefunden? Danke, danke, das ist alles, was ich wissen wollte. Auf Wiederhören. Dr. Grote ist seit 3 Tagen auf seiner Jagdhütte. Die Haushälterin versichert, er hätte das Scheckheft nicht wiedergefunden. Vielleicht war es auf der Hütte und er hat den Scheck dort ausgestellt. Das ist möglich, aber unwahrscheinlich. Dr. Grote ist geradezu pedantisch korrekt. Er hat uns den Verlust gemeldet und er hätte uns auch sofort benachrichtigt, wenn das Scheckheft wieder aufgetaucht wäre. Und auf gar keinen Fall hätte er einen gesperrten Scheck aus der Hand gegeben. Nein, nein, da stimmt was nicht. Rufen Sie die Kriminalpolizei an, das Wirtschaftsdezernat. Fragen Sie nach Inspektor Dietl. Wenn Sie ihn haben, dann sagen Sie mich mit 10 Minuten bei ihm. Ja. Unter anderen Umständen hätte ich vielleicht gewartet, bis Dr. Grote wieder in der Stadt ist. Aber bei der Höhe des Betrages. Außerdem ist Dr. Grote einer unserer ältesten und angesehensten Kunden. Es wäre mir natürlich sehr peinlich, wenn durch ein Versäumnis unsererseits eventuell die Aufklärung eines Verbrechens erschwert werden würde. Kennen Sie die Firma Linke? Nein, leider nicht. Linke ist nicht unser Kunde. Er ist Kunde beim Süddeutschen Bankverein, wo der Scheck zur Gutschrift eingereicht wurde. Sie vermuten, dass der Scheck gefälscht ist? Ja, wie die Dinge liegen, ich fürchte schon. Haben Sie mir Grotes Unterschrift mitgebracht? Ja, natürlich, yes. Fein, dann kann unser Sachverständiger ja sofort vergleichen. Bitte. Danke. Tja, die Unterschrift auf dem Scheck ist gefälscht. Und zwar nicht einmal sehr gut. Irrtum ausgeschlossen? Ich würde sagen, ja. Die Diskrepanzen sind ins Auge springend. Ich sehe mindestens 3 einschneidende Abweichungen vom Original. Danke. Ja, ich werde die Sache noch näher untersuchen und schicke Ihnen dann ein ausführliches Gutachten rüber. Kennen Sie diesen Scheck, Herr Linke? Ja, klar kenne ich den. Den habe ich doch erst gestern bei der Bank eingezahlt. Ich weiß. Ja, wie kommen Sie denn zu dem Scheck, Herr Inspektor? Machen Sie mir keine Angst, ist irgendwas nicht in Ordnung damit. Muss man sich noch herausstellen. Mit diesem Scheck hat Herr Bechmer vermutlich bei Ihnen seine Schulden gezahlt, stimmt's? Ja, genau. Hat er Ihnen irgendeine Erklärung gegeben, warum er Ihnen ausgerechnet einen Scheck seines Onkels brachte? Ja, ich habe ihn natürlich gefragt. Und er hat mir gesagt, Grote hätte ihm aus einer momentanen Geldverlegenheit geholfen. Er hätte es zwar widerwillig getan, der alte Herr, aber wie es dann hart auf hart gegangen sei, hätte er doch gezahlt. Weil sonst womöglich die Firma seines Neffen in Schwierigkeiten gekommen wäre. Wann soll diese Unterredung zwischen Bechmer und dem Onkel stattgefunden haben? Wissen Sie das zufällig? Das weiß ich sogar ganz genau. Gestern. Gestern war Donnerstag. Ja. Bechmer ist direkt von Grote zu mir gekommen. Er hat sogar noch einen Witz gemacht und hat gesagt, wenn die Unterschrift nicht mit Kugelschreiber geschrieben wäre, dann wäre sie wahrscheinlich noch nass. Und wie viel Uhr war er bei Ihnen? Das war so gegen 3 Uhr. Gleich wie er weg war, bin ich dann zur Bank mit dem Scheck. Der hat mir ja richtig in den Fingern gebrannt. Und von der Bank aus bin ich sofort zu Ihnen, weil ich Ihnen sagen wollte, dass er bezahlt hat. Guten Tag. Guten Tag. Womit kann ich dienen? Ich möchte Sie um einen Rat bitten. Ich habe einen Hund, der ist nun schon bald 16 Jahre alt. Er frisst nichts mehr, sieht und hört nichts mehr. Ich möchte seiner Qual gerne ein Ende bereiten. Ja, damit tun Sie ein gutes Werk. Ja, das denke ich auch. Nur, wie soll ich das anfangen? Ja, das Beste ist vielleicht, den Hund zu einem Veterinär zu geben, der weiß, wie es gemacht wird. Ja, 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 vielleicht, aber ich kann das Tier nicht einfach weggeben. Ich möchte es selber tun, damit ich auch ganz sicher bin, dass es auf humane Weise geschieht. Ja, wollen Sie ihn vergiften? Nein, ich möchte ihn erschießen. Haben Sie eine Pistole? Ein Jagdgewehr. Ja, dann erschießen Sie ihn. Das ist bestimmt ein humaner Tod. Ja, das denke ich auch. Nur möchte ich ihn gern vorher betäuben, damit er nicht merkt, dass ich das Gewehr auf ihn anlege. Sie verstehen. Mhm. Ja. Mit Äther, das wird ihn doch sehr schnell betäuben. Meinen Sie nicht?
Ja, das ist eine ausgezeichnete Idee. Und jetzt möchten Sie den Äther bei mir kaufen. Sie haben es erraten. Eine Flasche Äther und ein Paketwartung. Einen Moment, das werden wir gleich haben. Bitte. Sie sind bestimmt aus der Großstadt. Wieso kommen Sie darauf? Ja, die Leute hier auf dem Land, die haben ein ganz anderes Verhältnis zu Tieren. Die würden da nicht so viel Umstände machen. Ja, wenn alle wären wie Sie, dann wird die Welt bald nur mehr aus Vegetariern bestehen. Weil kein Mensch das Herz hätte, ein Tier zu töten. Ich lebe in Augsburg. Ach, sagen Sie, wozu braucht man diese Handschuhe? Ja, Gartenarbeit, Feldarbeit, Hausarbeit, die sind zu allem gut. Haben Sie recht. Die sind zu allem gut. Guten Morgen. So eine Gemeinheit, mich aufzuwecken. Ich bin auch todmüde. Ich habe mit Ihnen zu reden. Später. Nicht später jetzt. Außerdem ist es 2 Uhr mittags. Na und? Ein Mensch, der morgens um 6 nach Hause kommt, der hat ja wohl das Recht, bis mittags um 2 zu schlafen. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich noch hier? Ich dachte, wir hätten Abschied genommen fürs Leben. Sie dürfen mir einen Gefallen tun und sich bei der Gelegenheit wieder mal 100 Mark verdienen. Nochmal schlafe ich nicht auf der Couch. Das ist auch diesmal nicht erforderlich. Sondern? Na, seien Sie nicht so neugierig. Gehen Sie und ziehen Sie sich an. Wenn Sie ganz wach sind, erkläre ich Ihnen, um was es sich handelt. Inzwischen telefoniere ich mal. Meine Wohnung ist keine öffentliche Fernsprechzelle. Ja, da haben Sie recht. In einer öffentlichen Fernsprechzelle kostet das Gespräch 20 Pfennig. Bei Ihnen 20 Mark. Aber nur das Ortsgespräch. Sie sind richtig. Ja, nun beeilen Sie sich. Ich gehe ja schon. Würden Sie mir bitte sagen, um was es sich handelt? Ich mache mir große Sorgen. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen vorerst keine weitere Auskunft geben. Wenn Sie nur 5 Minuten früher gekommen wären, da hat mein Mann gerade angerufen. Von wo? Das weiß ich nicht. Ich nehme an, vom Büro. Darf ich erfahren, was er gesagt hat? Ich meine, vorausgesetzt natürlich, dass es sich nicht um streng persönliche Dinge handelt. Nicht im geringsten. Er sagte, dass er nicht zum Abendessen nach Haus kommt und dass ich nicht auf ihn warten, sondern schlafen gehen soll, da es spät werden könnte. War das alles? Ja. Herr Inspektor, bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Was wollen Sie von meinem Mann? Das kann ich Ihnen nur selbst sagen, Frau Bechmann. Ist etwas passiert? Aber ich habe doch gerade noch mit ihm am Telefon gesprochen. Frau Bechmer, ich würde gerne wissen, wie Ihr Mann die letzten 3 Tage verbracht hat. Fangen wir mal mit dem Dienstag an. Wo war er da? Am Dienstag ist er nach Paris geflogen. Und wann kam er zurück? Am nächsten Tag, am Mittwoch. Er rief von der Stadt aus an und kam zur üblichen Zeit nach Haus, so gegen 6. Was hat er Ihnen von seiner Reise nach Paris erzählt? Nichts. Er war ein bisschen nervös, aber... Warum? Das weiß ich nicht. Geschäftlicher Ärger vermutlich. Ich habe im Verlauf meiner Ehe gelernt, ihn nicht nach Dingen zu fragen, die er nicht von selbst erzählt. Nach dem Abendessen hatte er noch zu tun und ich ging früh schlafen. Und gestern am Donnerstag, wo war er da? Gestern war ein Tag wie jeder andere. Er ging wie immer ins Büro und kam wie immer nach Haus. Bitte quälen Sie mich doch nicht und sagen Sie mir, um was es geht. Frau Bechmer, halten Sie es für möglich, dass Ihr Mann am Dienstag oder vielleicht am Mittwoch Ihren Onkel, Herrn Dr. Grote, aufgesucht hat? Ach, dann handelt es sich also nicht um einen Mann, sondern um einen Onkel. Was ist mit ihm? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meine Frage beantworten würden. Entschuldigen Sie bitte, was haben Sie mich gefragt? War Ihr Mann am Dienstag oder... vielleicht am Mittwoch bei Ihrem Onkel. Nein, das ist unmöglich. Das konnte er gar nicht. Warum nicht? Weil mein Onkel auf der Jagdhütte ist. Hätte er ja zu ihm fahren können. Nein, nein, er ist nicht rausgefahren. Wissen Sie das genau?
Ja, das hat er mir bestimmt erzählt. Ganz bestimmt. Alles in Ordnung? Ja, es ist voll getankt und die Papiere liegen im Handschuhfach. Payman, hier ist das Schmerzensgeld fürs frühe Aufstehen. Oh, danke. Wenn ich den Wagen nicht mehr brauche, stelle ich ihn hier vor die Tür und werfe den Schlüssel in den Briefkasten. In Ordnung? Ja. Und machen Sie mir keine Schande. Der Mietvertrag läuft auf meinen Namen. Keine Sorge. Tut mir leid, Dietl. Ich erachte den Tatbestand nicht für so zwingend erwiesen, dass er einen Haftbefehl rechtfertigen könnte. Darf ich noch einmal rekapitulieren, Herr Staatsanwalt? Bechmer schuldet der Firma Linke 100.000 Mark. Dafür hat er ein nicht existierendes Warenlager als Sicherheit gegeben. Er kann nicht zahlen. Linke wird ungemütlich. Um einer drohenden Betrugsanzeige zu entgehen, fälscht Bechmer auf einem von ihm entwendeten Formular einen Scheck mit der Unterschrift seines reichen Onkels. Also mir scheint das ein klarer Tatbestand, Herr Doktor. Das klingt gut, Dietl, das kann ich nicht leugnen. Trotzdem gibt es ein paar gefährliche Lücken. Und die wären? Es wäre immerhin denkbar, dass Bechmer zu Grote gefahren ist und ihn um das Geld gebeten hat, ohne es seiner Frau zu erzählen. Gut, das ist denkbar, aber es wäre mehr als ungewöhnlich. Außerdem hat unser Experte die Unterschrift als Fälschung klassifiziert. Experten können sich irren. Aber gut, gehen wir einmal von Ihrer Annahme aus, dass der Scheck wirklich gefälscht ist. Wenn er nicht zufällig gesperrt gewesen wäre, wovon Bechmer nichts wusste, würde der Betrag ohne irgendwelche Anstände erstmal ausgezahlt worden sein. Nicht wahr? Ja. Da Bechmer kein Narr ist, musste er trotzdem damit rechnen, dass spätestens an dem Tag, an dem Grote die Bankabrechnung in Händen hält, alles rauskommt. Wie sollte die Sache dann weitergehen, Dietl? Was hat sich Bechmer gedacht? Vermutlich rechnete er damit, dass Grote, vor die vollendete Tatsache gestellt, keine Klage erheben wird, um die Familie nicht bloßzustellen. Genau das vermute ich auch. Und deshalb bin ich vorsichtig. Wir müssen die Möglichkeit einkalkulieren, dass Grote mit den besagten Tatsachen konfrontiert, kühlen Herzens behauptet, er habe den Scheck selbst ausgestellt. Und was machen wir dann? Es wird verdammt schwer sein, wenn nicht sogar unmöglich, ihm das Gegenteil zu beweisen. Solche Familien halten ja bekanntlich zusammen wie Pech und Schwefel. Aber was tut ein Bechmer, wenn er erfährt, dass es sich nicht mehr um eine Familienangelegenheit handelt, die im Familienkreis beigelegt werden kann, sondern dass die Kriminalpolizei alarmiert ist? Er wird kopfscheu und flieht. Meiner Ansicht nach besteht dringender Fluchtverdacht. Sollte er wirklich fliehen, so wäre das natürlich ein klares Eingeständnis seiner Schuld. Ein Geständnis, mit dem wir herzlich wenig anfangen könnten, weil Bechmer dann längst über alle Berge ist. Du lieber Himmel, Dietl, es handelt sich hier nicht um Hinz und Kunz, sondern um eine der angesehensten Familien der Stadt. Da müssen wir vorsichtig sein. Sonst sind wir nämlich die Reingefallenen. Da ich nicht annehme, dass Sie Bechmer anders behandeln wollen als Hinz und Kunz, können wir aber die Dinge nicht einfach laufen lassen und Daumen drehen. Natürlich nicht. Aber ich muss abwarten, bis uns Grote bestätigt, dass der Scheck wirklich gefälscht ist. Wenn er das tut, dann haben Sie grünes Licht. Dann kriegen Sie Ihren Haftbefehl. Wie weit ist es bis Miesbach? Ja, ich glaube, so 35 Kilometer. Und wo zweigen wir von der Autobahn ab? Bei Weyer. In Miesbach müssen wir uns erkundigen. Grotes Haushälterin war außerstande, uns irgendeine vernünftige Erklärung zu geben, wo die Hütte liegt. Der Polizeiposten dort sollte Bescheid wissen. Na komm, Tell, komm schon. Komm. Na, hopp, hopp hinein. Komm.
Kennen Sie Dr. Grote? Freilich. Der hat seine Hütte hier schon seit 30 Jahren. Kennen Sie auch seinen Neffen, den Herrn Bechmer? Ja, der jagt manchmal mit dem alten Herrn. Die nächste biegen wir links ab. Aha. Wie lange haben wir noch? Oh, gute 10 Minuten. Komm, Tell. Komm. Also hopp. Da ist der Neffe, der Herr Bechmer. Ja, guten Tag, Herr Bechmer. Guten Tag. Mein Name ist Dietl, Inspektor Dietl vom Wirtschaftsdezernat der Kriminalpolizei. Ich hätte gern mal Ihren Onkel gesprochen. Tja, ich auch, aber er ist nicht hier. Haben Sie eine Ahnung, wo er ist? Nein, ich glaube, er muss in die Stadt zurückgefahren sein. Das Haus jedenfalls ist verschlossen. Dann kommen wir wohl zu spät. Wo haben Sie Ihren Wagen, Herr Bechmer? Im Tal. Können wir Sie mitnehmen? Nein, nein, danke. Ich habe so wenig Bewegung. Ich möchte ein bisschen zu Fuß gehen. Stell ihn! Lass ihn nicht entkommen! Stehen bleiben! Stehen bleiben oder ich schieße! Thank you.
Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Bei der Aufklärung eines Falles, der mit einer Erfolgsbilanz begann, spielte dieser Scheck als Beweismittel eine wichtige Rolle. Guten Morgen. Guten Flug, mein Schatz. Danke. Hat Erna den Koffer gebracht, Karl? Jawohl, Herr Bechmer, schon verstaut. Dann kann's losgehen. Telefon, Herr Bechmer, Herr Dr. Grote. Ach du meine Güte, Onkel Werner. Ich war heute mit ihm zur Jagd verabredet. Tu mir doch den Gefallen, sprich du mit ihm. Sag Nein, ihm, dass... Andreas, das musst du selbst machen. Ich will mir von Onkel Werner nicht sagen lassen, wie vergesslich und unzuverlässig du bist. Das musst du selber machen. Na gut. Ja, Onkel Werner? Nach Paris, ja. In einer halben Stunde muss ich am Flughafen sein. Mein französischer Einkäufer holt mich in Orly ab und dann fahren wir gleich... Ja, aber ich habe es doch erst gestern am späten Abend erfahren, Onkel Werner. Da hast du schon längst tief geschlafen. Vor 12 Stunden hatte ich noch keine Ahnung, dass ich heute nach Paris fliegen würde. Nein, nur für einen Tag oder zwei. Ja. Ja, es geht um ein paar hunderttausend Mark und da habe ich eben vergessen, dir abzusagen. Tut mir leid, aber sowas ist doch vielleicht zu verstehen und zu entschuldigen. Nur wenn ich mich sehr bemühe, lieber Andreas. Ich habe auch Abschlüsse getätigt, sehr viele und sehr große. Aber ich habe mich niemals nachts von irgendeinem Angestellten oder einem Kontrahenten anrufen lassen. Und schon gar nicht bin ich dann angetanzt, wo es den Herrn gerade passte. Was, das waren andere Zeiten? Ja, allerdings. Aber glaube ja nicht, dass man uns das Geld nachgeschmissen hat. Wir mussten es uns sauer verdienen. Sauerer jedenfalls als heutzutage. Darüber werden wir uns wohl nie einig, Onkel Werner. Aber im Moment geht es mir darum, dass du mir nicht böse bist, sonst kriege ich es noch mit deiner Nichte zu tun. Entschuldige bitte, aber ich muss jetzt Schluss machen. Wann kommst du zurück? Am Samstag. Wenn mir die Weekendler durchs Revier laufen, dann ergreife ich die Flucht. Ja, bitte sage Margot, dass ich euch am Sonntag zum Essen erwarte. Wenn mir das Jagdglück abholt ist, dann gibt es Grießbrei. Ja, also dann guten Flug. Ja, nein, keine Sorge. Weidmanns Dank. Wiedersehen. Na, war's schlimm? Er war relativ gnädig. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich brauche Sie nicht, Karl, ich fahre selbst. Jawohl, Herr Bechmer. Mir ist lieber, der Wagen steht am Flugplatz. Dann kann ich ankommen, wann ich will. Also, viel Erfolg. Danke. Ich weiß nicht, ob ich Zeit zum Telefonieren finde. Sie können jederzeit unangemeldet bei mir vorsprechen, mein Herr. Oh, wie schön. Ich werde es mir merken. Ciao. Ciao.
Firma Bechmer Sekretariat? Ja. Ja, ich verstehe Sie ausgezeichnet, Herr Bechmer. Ja? Ich rufe vom Flughafen an. Ich muss nach Paris, dringend. Ich habe es jetzt gestern Abend sehr spät erfahren. Rufen Sie bitte sofort Herrn Linke an und sagen Sie ihm, dass ich plötzlich verreisen musste. Die Reise war leider nicht aufschiebbar, aber in 2-3 Tagen bin ich zurück und werde mich dann gleich bei ihm melden. Ja, und dann sagen Sie ihm noch, dass ich nach meiner Rückkehr selbstverständlich sofort alles bei ihm erledigen werde. Jawohl, Herr Bechmer, ich rufe Herrn Linke gleich an. Ja. Auf Wiedersehen und guten Flug. Einmal Wasserburg, bitte. Einmal Wasserburg. Thank you.
Die Tatsache, dass Herr Bechmer Ihr Darlehen nicht zurückgezahlt hat, reicht für eine strafrechtliche Verfolgung wegen Betruges nicht aus, Herr Link. Das weiß ich, Herr Inspektor. Ich bin ja nicht von vorgestern. Aber wenn ich Ihnen verrate, dass mir der feine Herr als Sicherheit ein Reifenlager überschrieben hat, in dem angeblich 4.000 nagelneue Autoreifen im Wert von 200.000 Mark liegen. Angeblich? Angeblich, ja. Sie haben ganz richtig gehört, Herr Inspektor. Und dass er mir eine Inventurliste präsentiert hat, in der alle diese Reifen nach Größe und Fabrikat spezifiziert sind. Und außerdem noch ein halbes Dutzend Lagerkarteikarten dazu, die mit dieser Inventurliste haargenau übereinstimmen. Dass aber dann von den ganzen Reifen auch nicht ein einziger existiert. Wie steht denn dann die Sache? Ist es dann immer noch kein Betrug, Herr Inspektor? Ja, das ändert die Lage natürlich. Der Kerl hat mich nach Strich und Faden betrogen. Bechmer gilt doch als seriöser, wohlhabender Kaufmann, dachte ich. Ja, das ist ein gewaltiger Irrtum, Herr Inspektor. Sagen Sie, ist seine Frau nicht mit dem alten Dr. Grote verwandt? Ja, freilich. Damit hat er mich ja letzten Endes auch rumgekriegt. Das gebe ich ganz offen zu, Herr Inspektor. Das Pfand war gar nicht so wichtig für mich. Erst wie ich gemerkt habe, dass er nicht zahlen will, habe ich mich für die Reifen interessiert und habe festgestellt, dass alles erstunken und erlogen ist. Woher kennen Sie Bechmer? Ich habe vor ein paar Jahren eine Schneekettenfabrik dazugekauft und seitdem ist er einer unserer wichtigsten Abnehmer. Unsere Geschäfte sind auch immer ganz glatt gegangen, da hat es nie Differenzen gegeben. Aber trotzdem verleihe ich doch nicht gleich 100.000 Mark. Ja, das war so, Herr Inspektor. Er ist zu mir gekommen und hat mir erzählt, dass er ein unerhört preiswertes Grundstück kaufen könnte für eine neue Lagerhalle. Ach, die braucht er wohl für die Reifen. Wahrscheinlich für alles, was er verkauft. Reifen, Ketten, Batterien, Werkzeug, Scheinwerfer, was weiß ich noch alles. Das Zeug braucht ja alles viel Platz. Er konnte günstig ein geeignetes Grundstück erwerben, sagte er. Ja, auf dem er dann später bauen wollte. Aber zunächst einmal müsste er die 100.000 Mark als Anzahlung hinblättern. Und weil ihn gerade ein paar größere Kunden hätten hängen lassen, sowas ist ja nichts Außergewöhnliches in der heutigen Zeit, deswegen wäre er gerade ein bisschen in der Klemme und ob ich ihm nicht die Summe für 4 Wochen vorstrecken könnte. Ich meine, wir haben ja normalerweise das 3- und 4-fache an Umsatz miteinander gemacht im Jahr. Da habe ich mir gedacht, da kannst du nicht gut Nein sagen, sonst geht er vielleicht in Zukunft zur Konkurrenz. Weshalb ging er nicht zu seinem millionenschweren Onkel? Hat er ihn das verraten, Herr Linke? Ja, er hat mir erzählt, dass er mit dem nicht allzu gut steht. Ach. Privat schon, aber geschäftlich hat er gemeint, sein Onkel wäre halt sehr konservativ in geschäftlichen Dingen und er wäre mehr für eine dynamische, für eine expansive Unternehmensführung. Dynamisch und expansiv, sieh mal an. Und da könnte seinem Onkel bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage nicht gut mit Geldwünschen für neue Investitionen kommen. Das klingt ja alles recht glaubwürdig. Das habe ich ja auch gesagt. Und da haben Sie ihm das Geld eben gegeben? Ja, freilich. Und nach 4 Wochen, da zahlte er nicht zurück. Ja, genau so war es, Herr Inspektor. Zuerst hat er 14 Tage lang immer rumgedrückt und hat sich verleugnen lassen und so. Gestern hat er dann endlich angerufen und hat mich für abends zum Essen eingeladen. Ins Palais. Immer vornehm. Bei der Gelegenheit hat er dann versucht, das Darlehen zu verlängern. Wussten Sie das schon, dass er nicht existente Sicherheiten übereignet hat? Ja, das habe ich kurz vorher herausgebracht. Aber ich habe ja gehofft, dass er zahlen wird gestern Abend. Erst wie ich gemerkt habe, was los ist, habe ich ihm eine letzte Frist gesetzt, bis heute in der Früh um 10 Uhr. Ohne den Darlehensschwindel zu erwähnen? Ja, freilich. Ich wollte ihm ja eine Chance geben. Schließlich ist er ja einer unserer besten Kunden. Heute früh hat mich dann seine Sekretärin angerufen und hat gesagt, er hätte dringend nach Paris fliegen müssen. In 2, 3 Tagen wäre er wieder zurück und dann hätte er sofort alles erledigen. Aber das zieht bei mir nicht mehr. Bei mir ist jetzt Feierabend. Ich habe mein Geld nicht auf der Straße gefunden. Und wer den Friedrich Linke reinlegen will, der muss dafür büßen. Meinetwegen können Sie ihn ruhiger ein paar Jahre einsperren. Das ignoriert mich jetzt nicht mehr im Mindesten. Ich wüsste nur noch gerne Ihre Ansicht über die Bonität der Firma Bechmer. Sie kennen sich doch in der Branche aus. Glauben Sie, es handelt sich um eine momentane Verknappung der flüssigen Mittel, wie sie ja vorkommen kann, oder halten Sie es für möglich, dass die Sache ernst ist? Ja, natürlich ist die Sache ernst, Herr Inspektor. Sehr ernst sogar. Schauen Sie mal, der Bechmer hat mir doch eine Ware als Sicherheit übereignet, die überhaupt nicht existiert. Da hätte es ihm doch ganz besonders dran gelegen sein müssen, dass er das Darlehen rechtzeitig zurückzahlt. Zumindest bevor ich meinen Sicherheitsanspruch geltend mache. Aber das konnte er anscheinend nicht. Und da vermute ich eben, dass seine ganze Finanzlage faul ist. Und deswegen bin ich auch gleich zu Ihnen gekommen, um Strafanzeige zu erstatten. Die Sicherheitsübereignung ist schriftlich erfolgt. Ja, selbstverständlich. Ich habe Ihnen den Wisch da mitgebracht. Hier. Bitte sehr. Nicht nur die Reifen existieren nicht, Herr Inspektor.
In der ganzen Föhrenbachstraße gibt es überhaupt keinen einzigen Lagerschuppen. Nummer 25 bis 27 ist ein unbebautes Gelände, auf dem ein alter Zigeunerwagen steht und sonst nichts. Wie ich das gewusst habe, habe ich sofort einen von meinen Leuten, unter falschem Namen natürlich, bei der Firma Bechner anrufen lassen, ob sie kurzfristig ein Sortiment von 1000 Reifen liefern könnten. Ja. Und da habe ich dann erfahren müssen, dass die im Moment nicht mehr als 80 Reifen auf Lager haben. Also gut, wir werden der Sache nachgehen. Ja, tun Sie das, Herr Inspektor. Um keinerlei Rücksichten, bitte. Wenn Sie noch Rückfragen haben, unter einer von diesen Nummern bin ich jederzeit zu erreichen. In Ordnung. Na, Ihre Anzeige durfte einigen Wirbel machen, Herr Linke. Tja, das ist mir jetzt vollkommen gleichgültig. Dr. Grothes Neffe, ein Betrüger? Das ist eine ganz hübsche Schlagzeile. Das gefällt mir immer noch besser, als wenn es heißen täte, dem Friedrich Linke haben es reingelegt und für dumm verkauft. Hallo Brieske, hier ist Bechmer. Ja, hier ist Brieske. Herr Bechmer, sprechen Sie aus Paris oder sind Sie schon angekommen? Soll ich Sie vom Flughafen abholen, Herr Bechmer? Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich fahre jetzt sofort los. In einer halben Stunde treffen wir uns am Eingang vor dem Haus. Kommen Sie, wir haben keine Zeit. Wir beide brauchen uns ja nichts vorzumachen, Brieske. Linke hat nicht verlängert. Er hat nicht verlängert? Hat er einen Grund angegeben? Ich glaube, er weiß, dass ich ihn mit den übereigneten Reifen einen Bären aufgewunden habe. Sie glauben? Ja, gesagt hat er es nicht, aber gewusst hat er es. Es war ihm deutlich anzumerken. Er ist fast daran erstickt. Pervers von mir. Ich wollte ihn zwingen, es zu sagen, aber den Schneid hat er nicht, der Feigling. Was nun? Ja, heute sollte er sein Geld zurückbekommen, war der letzte Termin. Sind Sie deshalb nach Paris geflogen? Blödsinn, ich war gar nicht in Paris. Ich wollte Schluss machen. Die ganze Sache kotzte mich an. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Aber dann habe ich mir es anders überlegt. Das war vernünftig. Darüber bin ich sehr glücklich. Wirklich, Brieske? Mir wurde klar, dass ich noch nicht all mein Pulver verschossen hatte. Wegen lumpigen 100.000. Nein, nein, nein. Das wäre doch idiotisch, wenn ich das nicht schaffen würde. Haben Sie aus London gehört? Nein. Eine endgültige Absage. Die Engländer wollen uns kein Stück mehr auf Kredit liefern. Es wäre ja auch grotesk, wenn mal was glatt ginge. Hat Müller bezahlt? Nein, aber das Geld ist erst zum 15. fällig. Außerdem haben wir uns die Zahlung von der Kreditbank vorfinanzieren lassen. Danke für die Belehrung, Brieske. Mein Gedächtnis ist noch ganz gut. Ich bin zwar pleite, aber nicht dämlich. Wir trinken ja gar nichts. Kommen Sie. Danke. Und wie soll es nur weitergehen? Jetzt setzen wir beide uns erstmal hin und schreiben eine prima Zwischenbilanz. Eine richtig schicke Bilanz, eine Erfolgsbilanz, versteht sich. Dass jedem das Herz überläuft, der sie liest, mit ein paar kleinen kosmetischen Anwendungen. Die Lieferung aus London zum Beispiel ist darin komplett bei uns eingegangen. Dass wir die Müller-Zahlung schon intus haben, wird nicht erwähnt. Wenn wir die einzelnen Positionen durchgehen, wird uns noch eine Menge einfallen. Wenn Sie wir sagen, meinen Sie mich? Na klar, Brieske. Das ist doch Ihr Job. Sie sind hier im Hause der Buchhaltungschef. Dafür bezahle ich Sie. Schon seit Jahren. Fürstlich, stimmt's? Ich bin für die Richtigkeit der Bilanzen verantwortlich. Selbstverständlich. Das können Sie nicht von mir verlangen, Herr Bechmer. Aber wieso nicht? Ich finde, ich habe alles Recht, das von Ihnen zu verlangen. In letzter Zeit waren viele unserer Geschäfte nicht ganz lupenrein. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie nie dagegen protestiert. Weil Sie es verlangt haben. Befehlsnotstand, Brieske? Damit kommen Sie bei mir nicht weit. Ich will Ihnen sagen, warum Sie mitgemacht haben. Weil ich Ihnen doppelt so viel zahle, wie Sie wert sind. Weil ich Sie angestellt habe, obwohl Sie einschlägig vorbestraft sind. Weil ich menschlich zu Ihnen war, als Sie als gescheitertes Wrack aus dem Knast kamen. Lieber Brieske. Wozu brauchen Sie die Bilanz? Ja, wozu wohl? Zum Geldborgen natürlich. Ja, ja, natürlich. Wäre es nicht vielleicht diesmal das Richtige, zu Dr. Grothe zu gehen? Ach, Sie sind wohl verrückt, Brieske.
Ist doch stadtbekannt, dass meine Frau und ich den alten Geizkragen beerben werden, wenn er der einst das Zeitliche segnet, um in den Himmel aller ehrlichen Kaufleute einzugehen. Darauf beruht ein großer Teil meines Kredits. Ja, aber das eine hat wenn der Alte auch nur einen Schimmer davon hätte, mit was für Geschäften Sie und ich uns in letzter Zeit über Wasser halten, der wird sich öffentlich von mir lossagen. Das glaube ich auch. Und dann sind wir uns also einig. Jetzt in die Arbeit, Breske. Wir haben keine Zeit, endlos über Familienangelegenheiten zu quatschen. Am besten, Sie arbeiten hier in meinem Zimmer. Polizeistunde. Haben Sie eine eigene Wohnung? Ja, warum? Das stimmt so. Danke. Würden Sie einen Mann, der fremd in der Stadt ist, für eine Nacht aufnehmen? Ich habe eine Wohnung und kein Hotel. Ich bin müde und alle Hotels sind besetzt. Was Sie nicht sagen. Ich finde, 100 Mark für eine Übernachtung ist doch gut bezahlt. Oder nicht? Was ist eigentlich los mit Ihnen? Werden Sie von der Polizei gesucht? Sehe ich so aus. Die Sache mit den Hotels, die glaube ich Ihnen nicht. Na, das können Sie halten, wie Sie wollen. Wie heißen Sie eigentlich? Müller. Fritz Müller. Nicht sehr originell. Und wo wohnen Sie? In Augsburg. Ich heiße Anja. Warte einen Augenblick. Ich hole nur schnell meinen Mantel, dann können wir gehen. Schlafen Sie? Hier. Da schlafe ich. Ich auch. Eines möchte ich klarstellen. Ich habe keinerlei amoröse Absichten, falls Sie irgendwas in dieser Hinsicht vermuten. Ich will hier übernachten, weiter nichts. Ich tue dir bestimmt nichts an. Und wenn es dir lieber ist, sage ich wieder Sie zu dir. Es ist mir lieber. Sie schlafen hier. Wie komme ich denn dazu? Für 100 Mark habe ich Anspruch auf das Bett. Haben Sie kein Telefon? Vielleicht drehen Sie sich mal um. Wie weit sind Sie? Vertrödeln Sie keine Zeit, Sie müssen morgen früh fertig sein. Ja gut, wir telefonieren noch. Wecken Sie mich um 8 Uhr, bitte. Pünktlich. Sind Sie verrückt geworden? Da schlafe ich doch noch fest. Dann stellen Sie den Wecker. Mit Ihnen möchte ich aber nicht verheiratet sein. Und zum Frühstück Kaffee, Butter, Marmelade und ein weich gekochtes Ei. Ich bedauere. Frühstück ist im Zimmerpreis nicht eingeschlossen. Und das dürfen Sie extra berechnen. Reichen 20 Mark? Ich glaube schon. Gute Nacht. Das Ei 3,5 Minuten. Oh, jawohl, Herr Generaldirektor. Ja, guten Morgen, Herr Breske. Morgen. Nein, hier bleibt alles, wie es ist. Ja, aber ich muss doch nicht. Raus, ich hab zu tun, verschwinden Sie. Bitte. Ja, hallo? Ja? Ja, etwa in einer halben Stunde. Ich gehe inzwischen zum Friseur. Wir treffen uns dann sagen wir, 9:30 Uhr an meinem Wagen in der Operngarage Block 4.
Briske, was machen denn Sie hier? Der Chef brauchte dringend eine bestimmte Aufstellung. Guten Morgen, Herr Bechmann. Sie sehen aber scheußlich aus. Hat meine Hupe Sie so erschreckt? Vielleicht bin ich übernächtigt. Ich habe kein Auge zugetan. Aber Sie haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. So was befriedigt den Menschen. Darf ich Ihnen noch schnell die Aufstellung erklären? Nein, nein, ich finde mich schon durch. Geben Sie mir die Aktenmappe, Sie bekommen sie dann später wieder. Oh, das ist aber eine schicke Mappe. Ein Geschenk von Ihnen? Das sieht man. Also, wie gesagt, nicht gleich den Kopf hängen lassen, wenn man mal eine Nacht durchmacht. Wiedersehen. Wiedersehen. Gratuliere, Herr Bechmann. Ihre Firma ist erstklassigen Schuss. Heutzutage ist so etwas ja leider nicht mehr selbstverständlich. Ich sage immer, es kommt nur auf die leitende Persönlichkeit an. Wenn die in Ordnung ist, gibt es einfach keine Schwierigkeiten. Ja, da mögen Sie recht haben. Sie brauchen 150.000, sagten Sie? Korrekt. Na, bei der Zwischenbilanz ist gegen ein Darlehen in dieser Größenordnung wohl nichts einzuwenden. Hm? Auf wie lange? Na, ich dachte so an 6 Monate. In Ordnung. Herr Posner, Sie sind vielleicht so freundlich und veranlassen schon mal das Ausschreiben der notwendigen Formulare. Gern. Wann kann ich über das Geld verfügen? Naja, ich würde sagen, so in 2 bis 3 Wochen. Was denn? In 2 bis 3 Wochen? Warum dann erst so spät? Ich brauche das Geld jetzt und nicht in 3 Wochen, meine Herren. 150.000 Mark sind keine kleine Summe, Herr Bechmann. Bei Beträgen dieser Größenordnung müssen wir die uns eingereichten Unterlagen durch eine Treuhandgesellschaft überprüfen lassen. Naja, bei Ihnen ist das eine reine Formsache, aber der Prüfer dürfte leider nicht eher... In 3 Wochen? In 3 Wochen erwarte ich sowieso einen größeren Zugang, dann bin ich aus der momentanen Verknappung raus. Gerade auf die kurzfristige Überbrückung kommt es mir an. Ich könnte mit dem Geschäftsführer der Treuhand sprechen. Vielleicht lässt sich die Prozedur um einige Tage beschleunigen. Das nützt mir gar nichts. Wenn ich das Geld nicht heute oder morgen haben kann, verzichte ich auf Ihre Hilfe, meine Herren. Tja, es wird uns leid tun, Herr Bechmann, aber wir sind durch Vorschriften gebunden, die nun einmal nicht zu umgehen sind. Ich muss gestehen, dass ich Ihr Vorgehen als, ich bemühe mich höflich zu sein, weitgehend pedantisch empfinde angesichts der Tatsache, dass wir jahrelang zum gegenseitigen Nutzen gut miteinander gearbeitet haben. In schweren Zeiten braucht unsere Wirtschaft Flexibilität, Fantasie und eine unorthodoxe Initiative. Ich werde mir meinen Kredit dort beschaffen, wo man diese Eigenschaften besitzt. Guten Tag, meine Herren. Danke. Habe ich mich einigermaßen klar ausgedrückt? Völlig. Ganz klar. Und? Es tut mir leid, aber es geht nicht. Erstens überschätzt du mich. Und dann? Ich bin im Augenblick einfach etwas knapp. Eine momentane Flaute, wie sie vorkommen kann. Ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Ich sagte bereits, es geht nicht. Meine flüssigen Mittel, die übrigens längst nicht so groß sind, wie du anzunehmen scheinst, sind alle disponiert. Ich kann unmöglich meinem Betrieb jedes Bargeld entnehmen. Aber Dispositionen kann man doch ändern, Eberhard. Ich habe nicht die Absicht. Zum Teufel, du weißt doch, dass ich dir für lumpige 100.000 Mark gut bin. Außerdem weiß jeder in der Stadt, dass ich über kurz oder lang ein paar Millionen erben werde. Nicht du, deine Frau. Ich habe dich bisher immer für meinen Freund gehalten, der mir bei einer, na sagen wir, vorübergehenden Schwulität hilfreich unter die Arme greift. Vielleicht hast du dich geirrt. Soll das heißen, dass du nicht mein Freund bist? Auf alle Fälle soll es heißen, dass ich mit deiner Art zu leben und Geschäfte zu machen nicht einverstanden bin. Ich habe auch keine Lust, sie mit meinem Geld zu finanzieren. Es klingt wie Onkel Werner. Das freut mich. Der alte Dr. Grote hat meine allergrößte Hochachtung. Ich meine auch. Aber er gehört zu einer anderen Generation. Gibt's überhaupt keine Vergleiche oder Parallelen. Damals bemühte man sich im Geschäftsleben, nobel und fair zu sein. Jeder ein königlicher Kaufmann. Aber heute geht's dazu wie bei einem Kannibal. Da hätten Sie den Fan Herrn Dr. Grote gefrühstückt, ehe aus dem Bett aufgestanden wäre. Ich bin anderer Meinung. Tja, ich höre es mit Erstaunen, lieber Eberhard. Aber streiten wir uns jetzt doch nicht über Grote. Also, was ist? Ich habe nichts weiter zu sagen, Andreas. Es geht nicht. Ist das dein letztes Wort? Ja. Und das sollte dir langsam klar sein. Die Rechnung, bitte. Sofort, Herr Bechmann. Würdest du mir ganz offen eine Frage beantworten? Nämlich? Was hast du eigentlich gegen mich?
Darüber möchte ich lieber nicht sprechen, Andreas. Aber du musst doch Gründe haben, sonst würdest du nie so reagieren nach all den Jahren, die wir uns kennen und gut miteinander ausgekommen sind. Sicherlich gibt es Gründe. Und die wären? Wenn du darauf bestehst, werde ich dir ein paar nennen. Ein Augenblick. So, das ist für Sie. Vielen Dank, bitte. Dass du dem Ober eben 20 Mark Trinkgeld gegeben hast, zum Beispiel. Was? Ich verstehe dich nicht. Du wolltest doch wissen, was ich gegen dich habe. Dass du dem Ober eben 20 Mark gegeben hast, zum Beispiel. Na, warum denn nicht? Weil du uns doch prima bedient. Und wann immer ich anrufe, bekomme ich den Tisch, den ich haben will. Ein Mensch, der 20 Mark Trinkgeld gibt, der sollte sich keine 100.000 Mark leihen müssen. Und wenn er sie sich doch leihen muss, sollte er etwas sparsamer sein. Aber das verstehst du vermutlich nicht. Also, offen gestanden, nein. Da muss ich es dir deutlicher sagen. Einem Freund, der ohne Verschulden in Schwierigkeiten geraten ist, dem würde ich jederzeit helfen. Das ist es ja. Darum handelt es sich doch, Eberhard, um nichts anderes. Nein, darum handelt es sich nicht. Sondern? Ich habe keine Lust und fühle auch keinerlei Verpflichtung dazu, deine zahlreichen Hobbys mitzufinanzieren. Die diversen Autos, das geheizte Superschwimmbad, deine Häuser in St. Moritz und Cannes, deine Motorjacht und deine Großmannszucht den Kellnern gegenüber. Und schon gar nicht dein Bestreben, immer den Tisch zu bekommen, den du willst. Ich wünsche dir alles Gute, Andreas. Befreie mich bitte von deiner Gegenwart. Ich befinde mich in einer außerordentlich peinlichen Situation, sozusagen, Herr Inspektor. Schon wieder? Haben Sie noch mehr Geld gegen falsche Sicherheiten verborgt, Herr Linke? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Herr Bechmer hat sein Darlehen zurückbezahlt. Donnerwetter. Die ganze Summe? Ja, ja, 100.000 Mark auf Heller und Pfennig. Und die vereinbarten Zinsen. Das nennen Sie peinlich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich würde es als unerwarteten Glücksfall bezeichnen. Nach dem, was Sie über die Geschäftsmethoden dieses Herrn erfahren mussten. Das Peinliche dran ist, Herr Inspektor, dass ich zu voreilig zu Ihnen gekommen bin. Bei der veränderten Sachlage kann ich doch jetzt gegen Herrn Bechmer nichts mehr unternehmen. Bechmer hat Ihnen nicht existente Sicherheiten übereignet, Herr Linke. Das ist Betrug. Ob er inzwischen nun gezahlt hat oder nicht, das spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Ich glaube, ich muss mich da korrigieren, Herr Inspektor. Angesichts der neuen Entwicklung möchte ich nichts mehr gegen Herrn Bechmer unternehmen. Ich habe jetzt mein Geld und damit ist die Angelegenheit für mich erledigt. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass Herr Bechmer und ich, dass wir alte Geschäftspartner sind. Ich möchte nicht, dass er meinetwegen mit dem Gericht zu tun kriegt. Das ist eine Rolle, die dem Friedrich Linke einfach nicht liegt, Herr Inspektor. Das hätten Sie sich überlegen sollen, ehe Sie zu mir gekommen sind. Ja, ja, das stimmt, das hätte ich tun sollen, aber ich bitte ja jetzt auch um Entschuldigung, dass ich so quasi blinden Alarm geschlagen habe. Viel Lärm um nichts, sozusagen. Im Sinne des Gesetzes kann von blindem Alarm keine Rede sein, Herr Linke. Der Tatbestand des Betruges ist gegeben und bleibt nach wie vor bestehen, ob Ihnen das nun passt oder nicht. Aber lieber Herr Inspektor, so verstehen Sie mich doch. Ich bin natürlich zu voreilig zum Kadi gelaufen, das gebe ich ja offen zu, aber daraus können Sie mir doch jetzt keinen Strick drehen. Niemand dreht Ihnen einen Strick, Herr Linke. Doch, das tun Sie, Herr Inspektor, wenn Sie jetzt meine Anzeige nicht vergessen. Ich komme ja in Teufelsküche, ausgerechnet Herr Bechmer, einer unserer besten und größten Kunden. Ja, das letzte Mal sagten Sie, dass er Sie nach Strich und Faden betrogen habe. Das hat sich eben als Irrtum herausgestellt. Ich hab doch jetzt mein Geld. Und wenn Sie Ihr Geld haben, dann lassen Sie 5 gerade sein, Herr Linke. Verstehe ich Sie richtig? Bitte. Ihre Anzeige liegt bereits beim Staatsanwalt. Er hat zu entscheiden, was weiter geschieht. Ich habe keinerlei Einfluss darauf. Entsetzlich. Sehen Sie sich das bitte mal an, Herr Schmidt. Hier, dieser Scheck zugunsten Linke und Co. stammt aus dem Scheckheft, das Herr Dr. Kroti als verloren gemeldet hat und dessen Nummern gesperrt sind. Tatsächlich. Kommen Sie, das müssen wir sofort Herrn Breu melden. Ja,
ist ein Scheck aus dem verlorenen Scheckheft von Dr. Grote. Die Kontokarte. Ja, hier Breu, Bankhaus Flanders und Co. Ich hätte gerne mit Dr. Grote gesprochen. Ah, wann ist er denn weggefahren? Am Dienstag. Demnach ist er am 20. gar nicht mehr in der Stadt gewesen. Der 20. war gestern, Donnerstag. Aha. Sind Sie ganz sicher? Ja, danke. Entschuldigen Sie die Störung. Ach, einen Augenblick noch. Wissen Sie zufällig etwas darüber, dass Dr. Grote ein Scheckheft vermisst? Ja, ja, ganz richtig. Hat sich dieses Scheckheft inzwischen vielleicht wieder angefunden? Danke, danke, das ist alles, was ich wissen wollte. Auf Wiederhören. Dr. Grote ist seit 3 Tagen auf seiner Jagdhütte. Die Haushälterin versichert, er hätte das Scheckheft nicht wiedergefunden. Vielleicht war es auf der Hütte und er hat den Scheck dort ausgestellt. Das ist möglich, aber unwahrscheinlich. Dr. Grote ist geradezu pedantisch korrekt. Er hat uns den Verlust gemeldet und er hätte uns auch sofort benachrichtigt, wenn das Scheckheft wieder aufgetaucht wäre. Und auf gar keinen Fall hätte er einen gesperrten Scheck aus der Hand gegeben. Nein, nein, da stimmt was nicht. Rufen Sie die Kriminalpolizei an, das Wirtschaftsdezernat. Fragen Sie